Heute bei uns in Jeder gegen Jeden. Christian Reinhardt, Verwaltungsangestellter aus Bremen. Gabriele Hoffmann, Sekretärin aus Lindau. Horst Kellner, Beamter im Ruhestand aus Fallingbostel. Mette Pinönen, Croupier aus Hannover. Susanne von Alpen, Studentin aus Köln. Andreas Bress, Schwimmmeister aus Laatzen. Helga Düller, Gesamtschulrektorin aus Neukirchen-Flühen. Wolfgang Kolb, Zahnarzt aus Gengenbach. Jürgen Boss, Clubbetreiber aus Berlin. Und Helmut Steinmetz, Pharmareferent aus Ötheim. Jeder gegen jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel. Hallo und guten Tag. Die Fangemeinde von Jeder gegen Jeden wird von Tag zu Tag größer. Deshalb für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind, noch einmal ganz kurz die Regeln. 3 Sekunden hat jeder Zeit, die richtige Antwort zu geben. Allerdings, wer dreimal daneben liegt, der scheidet aus. Fangen wir an, die erste Runde, 20 Fragen. Los geht's mit Christian. Wie nennt man ein in der Natur gewonnenes Stück Gold? Ich weiß es nicht. Nugget. Gabriele, zu welchem Staat gehört Sumatra? Borneo. Indonesien. Horst, welcher weltberühmte Popstar der 80er Jahre brachte den Film Moonwalker heraus? Michael Jackson. Mette, wie heißt der englische Physiker, dessen Name in Diätplänen meist neben den Kalorien für die Einheit der elektrischen Energie steht? Joule. Richtig. Susanne spielt Schlagball. Wie kommt eine junge Frau zu einer so alten Sportart? Durch Freunde. Ja, aber macht Spaß. Ja, sehr viel. Ihre erste Frage. Welcher römische Gott führte den Dreizack als Symbol? Neptun. Andreas, wie heißt der deutsche Boxer, der von 1930 bis 1932 Weltmeister im Schwergewicht war? Max Schmeling. Ja, Helga. Welcher englische Dramatiker schrieb die Tragödie Macbeth? Shakespeare. Auch das stimmt. Wolfgang, wie nennt man den Zusammenschluss gleichgesinnter Bürger zur Verfolgung bestimmter Interessen außerhalb von Parteien und Verbänden? Interessengemeinschaft oder Verein. Bürgerinitiativen wäre die richtige Antwort gewesen. Jürgen, auf welchen Krieg bezieht sich Picassos Meisterwerk Guernica? Den spanischen Bürgerkrieg. Ja, und Helmut, wie nennt man die Farbstoffe der Haut? Tyrosin. Pigmente. Das waren die ersten 10 Fragen und es geht sofort weiter. Gnadenlos hier die nächsten 10 und natürlich fangen wir wieder an mit Christian. Von welcher Gruppe stammt das Lied Strawberry Fields Forever? Von den Beatles. Richtig. Gabriele, hat ein Mensch mehr weiße oder mehr rote Blutkörperchen? Mehr rote. Richtig. Horst, unser Grand Seigneur heute knüpft Teppiche. Für wen machen Sie das, Horst? Für Freunde, für mich selbst. Hier ist die Frage. Wie heißt die Stilrichtung der modernen Kunst, die der Maler Claude Monet vertritt? Impressionismus. Richtig. Mette, die Frau mit dem einnehmenden Wesen, Croupier in Hannover. Ja. Wie viele Damen arbeiten im Spielcasino? Bei uns ungefähr 10. Das ist eine starke Truppe dann. Ja. Für welches chemische Element steht der Buchstabe S? Selen. Für Schwefel. Susanne, wie heißt der längste Fluss Deutschlands? Rhein. Richtig, 1320 Kilometer lang. Andreas, wer schrieb das Schauspiel Stella? Schiller. Goethe. Helga, welche Sportart übte Marika Kilius aus? Eiskunstlauf. Ja, Wolfgang, wer spielte den Seeräuber Hook in Steven Spielbergs gleichnamigem Kassenknüller? Keine Ahnung. Dustin Hoffman. Und Jürgen, welcher deutsche Politiker war von 1979 bis 1984 Bundespräsident? Scheel? Karl Carstens. Und die letzte Frage der ersten Runde geht an Helmut. Wie nennt man eine Pilgerfahrt zu heiligen Städten? Wallfahrt. Richtig, das kam im letzten Augenblick.
Und das Ende der ersten Runde. Nur ein Kandidat hat bislang alles gewusst. Für die anderen, ich würde mal sagen, wird schon etwas kritisch. Denn jetzt kommt die Runde 2. Und da geht es wie immer zur Sache. Es ist ja so gnadenlos. Jeder gegen jeden. Hier jetzt das Motto. 7 Kandidaten scheiden aus. Nur 3 erreichen das Finale. Und man muss so viel wissen. Wir fangen an mit Christian. Ich stelle Ihnen die Frage, Christian. Ist Ihre Antwort richtig? Bestimmen Sie, wer weitermacht. Auf geht's. Wie hieß die Abkürzung für den sowjetischen Geheimdienst? KGB. So ist es. Und Sie bestimmen jetzt. Die Nummer 7. Helga, wer war die letzte Fürstin von Monaco? Grazia Patrizia. Richtig, sie hatte 1982 einen tödlichen Autounfall. Helga, Sie machen weiter. Die Nummer 3. Horst, wie heißt die zweitgrößte Insel Italiens? Sizilien. Sardinien. Sizilien ist die größte. Helga? Die Nummer 2, bitte. Gabriele, welche Stadt im amerikanischen Bundesstaat Nevada ist eine Hochburg des Glücksspiels? Las Vegas. Richtig. Das wäre eigentlich die Frage gewesen für Mette, ne? So, Sie bestimmen. Die Nummer 7. Helga, was ist das chemische Zeichen für Eisen? F-E. Glück gehabt, F-E, ja. Die Nummer 9. Jürgen, welcher Psychoanalytiker schrieb 1913 Totem und Tabu? Jung. Freud. Helga, noch einmal bitte. Die Nummer 10. Helmut, wie heißt die Hauptstadt von Brasilien? Brasilia. Das stimmt, Sie wählen. Nummer 1. Christian, wer ist der Zwillingsbruder von Remus? Romulus. Ja, Ihre Wahl? Die Nummer 8. Wolfgang, welches ist die größte Menschenaffenart? Gorilla. Ja, wer jetzt? Nummer 4. Mette, wie nennt man einen älteren, erfahrenen Studenten, der in Lehrveranstaltungen Studienanfänger betreut? Tutor. Ja. Die Nummer 7. Helga, was ist die Grundlage von dem Gericht Couscous? Hirse. Weizengrieß in Tunesien, Marokko und in der arabischen Welt überhaupt sehr beliebt. Couscous. Mette? Die Nummer 5. Susanne, welche von Albert Einstein begründete Theorie veränderte die wissenschaftlichen Vorstellungen von Raum und Zeit? Die Relativitätstheorie. Auch das stimmt. Die Nummer 9. Jürgen, in wie viele Häuser oder Felder ist ein Horoskop eingeteilt? 12. In 12, genau. Sie bestimmen? Die 7. Helga, in welchem Bundesland liegt die Stadt Flensburg? Schleswig-Holstein. Ja, hoch im Norden. Die Nummer 5. Susanne, wie hieß der Ingenieur, der ab 1891 in Berlin Gleitflugversuche machte? Lilienthal. Otto Lilienthal, genau. Die Nummer 2. Gabriele, in welchem Film hatte Liza Minnelli die Rolle einer Nachtclub-Sängerin? Cabaret, ganz berühmter Film. Ja. Susanne macht weiter. Oh, die Nummer 7. Helga, wie heißt der größte selbstständige Himalaya-Staat? Nepal. Ja, 20 Millionen Einwohner. Nummer 1. Christian, in welcher Stadt befindet sich das Goethe-Nationalmuseum? In Weimar. So ist es. Die Nummer 7. Helga, sie freut sich, dass sie drankommt. Das lobe ich mir. Wie nennt man Legierungen aus Kupfer und Zink? Messing. Stimmt. Die Nummer 1. Zurück zu Christian. In welcher Stadt ging im Oktober 1994 die größte Bücherschau der Welt zu Ende? In Frankfurt. In Frankfurt am Main. Die genau. Nummer 9. Jürgen, wie heißt der Schauspieler und Sänger, der die Titelrolle in dem Film Die Abenteuer des Grafen Bobby spielte? Peter Alexander Jürgen ist raus. Und Christian macht weiter. Die Nummer 10, bitte. Helmut, welches filmische Verfahren steht im Gegensatz zum Zeitraffer? Die Zeitlupe. Stimmt. Jetzt, Helmut, wählen Sie. Nummer 1. Christian, wie lautet das aus dem Lateinischen stammende Wort für Bestechung? Korruption.
Ja. Die Nummer 6, bitte. Andreas, welchen Spross einer Wiener Musikerfamilie nannte man den Walzerkönig? Wagner. Johann Strauss, das war vor Ihrer Zeit, Andreas, ne, oder? Ja. Christian macht weiter. Die Nummer 4. Mette, mit wie vielen S schreibt man Mississippi? 4. Stimmt. Geraten oder gewusst? Ach, gewusst. Ja. Die Nummer 10. Helmut, bei welcher Extremsportart stürzt man sich von Brücken oder Baukränen und wird durch ein Gummiseil am Fuß aufgefangen? Bei Bungee Jumping. Das stimmt. Nummer 5. Susanne, welcher israelische Politiker wurde im November 1995 bei einer Friedenskundgebung in Tel Aviv erschossen? Yitzhak Rabin. Ja. Die Nummer 7. Helga, wie heißt das Stück von Karl Zuckmayer, in dem ein Schuster mit Hilfe einer Uniform das Militär narrt? Der Hauptmann von Köpenick. Ja, Sie wählen, Helga. Die Nummer 4. Mette, welches Tier gilt in der Fabel als Symbol für Schlauheit und Verschlagenheit? Der Fuchs. Genau. Die Nummer 3. Horst, wie lautet das aus dem Lateinischen stammende Wort für Straftat? Delikt. Ja, Sie wählen? Nummer 7. Helga, immer wieder Helga. Aber sie bleibt dabei fröhlich. Das lobe ich mir, genau, ja. Wer konstruierte das erste brauchbare Telefon, das 1876 vorgeführt und patentiert wurde? Thomas Edison. Bell hieß der gute Mann. Horst? Nummer 10. Helmut, wie heißt die Hauptstadt der Provinz Pisa in Italien? Pisa. Richtig. Nummer 3. Horst, welche 1924 in Cornwall geborene Autorin und fünffache Mutter hat bis 1995 ca. 13 Millionen Bücher in 26 Sprachen verkauft? Wie heißt sie denn? Agatha Christie. Rosamunde Pilcher. Und auch Horst ist ausgeschieden. Helmut macht weiter. Nummer 1. Christian, wie nennt man den Hauptdarsteller eines Theaterstückes? Protagonist. Nummer 2. Gabriele, in welchem Ozean mündet die Loire? Mittelmeer. Ozean, Atlantik, Gabriele, wäre die Antwort gewesen. Helmut. Nummer 4. Mette, wie lautet das aus dem Griechischen stammende Wort für Zwiegespräch oder auch Wechselrede? Duett. Dialog. Helmut. Christian. Die Nummer 1, Christian. Welcher Rockmusiker hat den Spitznamen The Boss? Bruce Springsteen. Richtig. Die Nummer 8. Von Boss zu Boss, von Christian zu Wolfgang. Wie nennt man eine Sammelstelle für Blutkonserven? Blutbank. Ja, das stimmt, Wolfgang. Sie wählen. Nummer 4. Mette, wie lautet das geläufigere Wort für Fernsprecher? Telefon. Genau. Die Nummer 7. Helga, wie heißt das legendäre Zauberschwert, das nur König Artus selbst aus einem Stein ziehen konnte? Excalibur. Das stimmt, sie weiß so viel. Sie weiß so viel, die Helga. Susanne, wer spielte den jüngeren Polizisten in der Fernseh-Krimiserie Die Straßen von San Francisco? Michael Douglas. Genau. Die Nummer 1. Christian, nach welchem britischen Earl benennt man ein belegtes Brot? Sandwich. Ja, Sie wählen? Die Nummer 7. Helga, wie lautet der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets? Alpha. Aleph. Und jetzt hat es Helga erwischt. Christian macht weiter. Die Nummer 8, bitte. Wolfgang, welcher Fußballstar wechselte im Juli 1996 für eine Ablöse von 25 Millionen Dollar zum spanischen Vizemeister FC Valencia? Maradona. Romario. Und 5 Kandidaten sind noch im Rennen. Christian bestimmt. Nummer 5, bitte. Susanne, wer schrieb die Ode an die Freude? Beethoven. Schiller. Christian, Schlag auf Schlag jetzt. Nummer 6.
Andreas, welches 70 Millionen Mark teure Gebäude wurde von der Stiftung Volkswagen getragen und im Mai 1994 eröffnet? Der Bundestag? Nee, der war ein bisschen teurer, Andreas. Auch Sie sind raus, das Wolfsburger Kunstmuseum. Christian. Nummer 10. Helmut, wie heißt das ehemalige Deutsch-Ostafrika heute? Kamerun. Tansania. Und jetzt kommt die Minute der Wahrheit. Vier Kandidaten, jeder hat noch ein Licht brennen. Und Christian hat den Vorteil, er darf sagen, wer dran ist. Nummer 10 nehmen wir nochmal. Helmut, in welchem Western hält Doc Snyder die Welt in Atem? Wide Up. Nein, Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem von Helge Schneider. Christian, Mette und Susanne haben es geschafft, das Finale. Heute bei uns im Finale von Jeder gegen Jeden. Christian Reinhardt aus Bremen. Sein Hobby, Videofilmen. Er konnte zwei Fragen nicht beantworten und geht mit einem Punkt in die Endrunde. Mette Pinönen aus Hannover. In ihrer Freizeit geht sie am liebsten ins Kino. Auch sie lag zweimal daneben und startet das Finale mit einem Punkt. Und Susanne von Alpen aus Köln. Susanne spielt Schlagball, hat ebenfalls zwei Antworten verpatzt und beginnt die dritte Runde auch mit einem Punkt. So, alles auf Position? Tja, dann kann's ja losgehen, lieber Hans Hermann. Auf geht's. 10 Punkte gibt es für jede richtige Antwort. Wer zuerst 3 richtige Antworten gegeben hat, der bestimmt, wer weitermacht oder nominiert sich selbst. Ich sage das immer wieder, denn das ist wichtig, um in das Monatsfinale zu kommen. Punkte, Punkte, Punkte müssen Sie bitte sammeln. Und wenn Sie die Antwort geben wollen, dann bitte drücken Sie den Buzzer. Christian, einmal kräftig draufhauen. Mette und auch Susanne. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf geht's. Die Finalrunde, jeder gegen jeden. Hier ist die erste Frage. Wie nennt man einen Versicherungsschein mit einem Wort aus dem... Christian? Police. Genau, aus dem französischen Police. Wer schrieb den Roman Homo Faber? Susanne? Max Frisch. Richtig. Mit welchem Land führte England 1982 Krieg? Susanne? Argentinien. Richtig. Wie lautet die Bezeichnung für eine Substanz mit gekörnter Struktur? Granulat. Welche Stadt wird die ewige Stadt genannt? Christian? Rom. Ja. Wie heißt die Schauspielerin, die die Titelrolle in dem Fassbinder-Film Die Ehe der Maria Braun spielte? Mette? Hanna Schüler. Auch das stimmt. Zu welcher Inselgruppe gehört die Hauptstadt Honolulu? Christian? Hawaii. Richtig. Christian, wir haben als erster 3 richtige Antworten gegeben. Und Sie bestimmen bitte jetzt, wer weitermacht. Oder benennen sich selbst. Ich benenne mich selbst. Wie heißt die königliche Residenz in London? Schloss Windsor. Buckingham Palace. Zurück zum Buzzer-System. Aus welcher Partei trat der deutsche Politiker Karl Liebknecht 1916 aus? Susanne? SPD. Richtig. Susanne, jetzt bestimmen Sie. Christian. Wie heißt der zweite Teil der Ring des Nibelungen? Grimhild. Die Walküre. Susanne, noch einmal oder selbst? Christian. Sie ist unerbittlich, Christian. An welchem See liegt die baden-württembergische Stadt Friedrichshafen? Am Bodensee. Richtig, Christian. Sie wählen. Susanne. Was ist die Amtssprache in Bolivien? Spanisch. Das stimmt. Mette. Welches skandinavische Land wurde 1995 Weltmeister im Eishockey? Das muss sie doch wissen. Finnland. Sie kommt doch aus Finnland, ja. Mette, Sie machen weiter. Christian. Wie nennt man mit einem Wort die 9 Töchter des Zeus? Ich weiß es nicht. Musen und Christian ist raus. Mette bestimmt. Susanne. Mit welchem Instrument wurde Charlie Parker berühmt? Mit der Posaune. Mit dem Saxophon. Mette, wer jetzt? Oder Sie selbst? Susanne. Noch einmal, Susanne. Wie nennt man eine mehrere Länder umfassende Wirtschaftszone ohne Zollgrenzen? Freihandelszone? Richtig, Freihandelszone. Susanne, Sie bestimmen. Mette. Mit welchem Buchstaben schrieben die Römer die Zahl 10? X. Stimmt. Susanne. Wer schrieb das Stück Tod eines Handlungsreisenden? Arthur Miller. Auch das stimmt. Mette.
In welcher Stadt fanden 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? Athen. Ja. Susanne. Was bedeutet der aus dem Griechischen stammende Begriff Atom? Unteilbar. Mitte. Nochmal Susanne. Wie hieß der Komponist der Drei-Groschen-Oper? Kurt Weill. Ja, das stimmt. Mitte. In welcher Einheit wird die Frequenz elektromagnetischer Wellen gemessen? In Bar. In Hertz. Susanne. Mitte. Wie nennt man tropische Wälder? Urwald. Richtig, oder Dschungel. Genau. Und Susanne. Wie bezeichnet man Konkurse und Vergleichsverfahren infolge von Zahlungsunfähigkeit? Insolvenzen. Und wir haben die Tagessiegerin Mette. Sie hat natürlich unheimlich Glück gehabt, dass ausgerechnet die Frage kam an dieser Stelle. Zufall, Zufall, Zufall mit Finnland. Das war der entscheidende Vorteil in dem Moment. Aber sie waren beide so gut. Mette, Sie haben 51 Punkte geschafft. Zwei kommen noch dazu, denn zwei Lichter brennen ja noch. Das sind dann 53 Punkte. Damit liegen Sie zurzeit auf Rang 3 unserer Monatswertung. Aber wir haben noch einige Fragen. Es geht weiter. 10 Punkte gibt es für jede richtige Antwort. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los. In welchem Ozean liegen die Fidschi-Inseln? Pazifik. Richtig. Wie heißen in der griechischen Sagenwelt die Helden der Besatzung des Schiffes Argo? Argonauten. Ja. Wie viele Kantone hat die Schweiz? 6. 26. Wie nennt man auf Englisch junge Menschen zwischen 20 und 30? Twins. Ja. In welcher Stadt gibt es Gewandhauskonzerte? Weiß ich nicht. In Leipzig. Und die letzte Frage: Wie viele Astronauten gehörten 1969 zur Apollo 11? 4. 3. 3. Ja, 3, Mette. Aber immerhin, 83 Punkte sind es geworden. Zurzeit auf Rang 2 der monatlichen Hitliste. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Das wissen Sie auch. Aber Mette, 5000 Mark gehören Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Alles Gute. Ich bedanke mich auch bei Christian und bei Susanne. Sie waren faire Verlierer. Gute Mitspieler, Kompliment an alle. Wir sehen uns vielleicht wieder, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Jeder gegen jeden. Machen Sie es gut. Tschüss.